Ja, willkommen zum ersten Teil aus der Videoreihe. Wir schauen uns jetzt bei der Calliope Mini als erstes an, wie wir die in Betrieb nehmen können. Ich habe vor mir die Verpackung liegen, die sollte bei euch ähnlich oder gleich aussehen. Hier sollte Calliope Mini stehen und ich habe hier die Revision 2. Die Inbetriebnahme wird wahrscheinlich auch bei anderen Revision funktionieren, also lasst euch davon vielleicht jetzt nicht direkt abschrecken. Ich öffne also die Packung und wir schauen mal, was wir da haben. Wir haben hier so ein schwarzes Kästchen mit einem Kabel dran. Legen wir mal beiseite. Hier haben wir die Calliope Mini in so einem kleinen Plastiksäckchen. So, ich ziehe es einmal raus. Legen wir auch mal beiseite. Und hier haben wir zwei Batterien im Set dabei. Und hier ist noch ein Micro-USB-Kabel, aber das ignorieren wir jetzt mal kurz. Wichtig ist vor allem das, was noch hier oben steht. Da ist so eine kleine Schnellstartanleitung dabei, wie man das Ganze in Betrieb nimmt. Und zwar müssen wir jetzt der Calliope erstmal Strom geben. So, die liegt jetzt hier unten und dieses schwarze Kästchen holen wir jetzt wieder. Das hatte ich vorhin zur Seite gelegt. Und hier werden jetzt die Batterien eingelegt. Die Batterien haben Plus- und Minuspol und entsprechend müssen die auch eingelegt werden. Man kann das hier in der Verpackung eigentlich sehen. Da ist Plus- und Minuspol eingezeichnet. Und hier auf der Batterie sehe ich zum Beispiel auch den Pluspol. Und der Pluspol kommt hier oben dran. Und auf der anderen Seite genau andersrum. Also der Minuspol da, wo die Feder ist, und der Pluspol eben auf der anderen Seite. Gut, dann machen wir hier die Abdeckung wieder drauf. Einfach reinschieben. Dann haben wir das Teil schon mal vorbereitet. Das können wir jetzt hier an den Calliope Mini anschließen. Und zwar habt ihr hier an der Seite die Anschlussmöglichkeit für die Stromversorgung. Da sind zwei Pins drin. Und da können wir das anschließen. Das ist das Teil, also das zur Seite wegguckt. Die anderen Anschlussmöglichkeiten gucken ja nach oben weg. Das kann man also eigentlich nicht verwechseln. Ich nehme jetzt hier wieder das kleine Käbelchen aus dem Batteriefach. Und das muss man jetzt nur noch richtig rum anschließen. Und richtig rum heißt dieser Strich hier oben. Der ist oben, habe ich ja jetzt schon gesagt. Also den einmal hier reinstecken. Das musste bei mir ein bisschen fester gehen. Nichts abbrechen natürlich, aber jetzt ist er drin. Und was man dann machen kann oder machen muss, ist einfach hier auf On zu switchen. Und dann sehe ich, dass der Calliope Mini anfängt, mir was anzuzeigen. Es blinkt nämlich ein Pfeil, der mir hier auf A zeigt. Und das bedeutet wohl, ich soll den Knopf drücken. Und das machen wir natürlich mal. Hier ist ein Knöpfchen, das ist blau markiert. Drücke ich einmal drauf. Und dann freut er sich. Kann ich nochmal drücken? Er blinkt ja nochmal dahin. Ist ja traurig. Nochmal drücken. Und er freut sich wieder. Damit sind wir mit der Inbetriebnahme eigentlich schon durch. Das Ganze hat funktioniert. Wir haben dem Calliope Mini Strom gegeben und wir konnten schon so ein bisschen Knöpfchen drücken und ein bisschen mit dem rumspielen. Wenn ihr weiter arbeiten wollt mit dem Calliope, dann könnt ihr gerne mein nächstes Video aus der Playlist anschauen.